Für die einen ist es das Grundgesetz, für die anderen die wahrscheinlich beste Verfassung der Welt. Ich bin dafür, dass wir das Grundgesetz bundesweit zur Abstimmung stellen, damit es endlich unersetzlich wird. Lasst uns endlich Ja sagen. Ja zum Grundgesetz. Einige von euch werden jetzt vielleicht denken, um Gottes Willen, was passiert denn, wenn die Mehrheit Nein zu unserem schönen Grundgesetz sagt? Also wenn mindestens 2/3 meiner Mitbürger nicht mehr hinter der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, dann möchte ich das wissen. Und was dann passieren würde, ist gar nicht so klar. Die Staatsrechtler sind sich uneinig. Würde dann das Grundgesetz einfach in Kraft bleiben? Bräuchte es eine verfassungsgebende Versammlung? Und bräuchte es eine neue Volksabstimmung? Viele Fragen. Aber zum Glück ist eine Ablehnung sowieso sehr unwahrscheinlich. Das Grundgesetz ist ja im Mai 2019 70 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich an der Stelle übrigens nochmal. Anlässlich dieses Jubiläums hat man eine Studie gemacht, wie beliebt das Grundgesetz bei uns eigentlich noch ist. Und da haben 88% aller Deutschen angegeben, dass sie mit dem Grundgesetz sehr zufrieden oder eher zufrieden sind. Ein richtiges Streberzeugnis. Ja, aber wenn das Ergebnis doch eh schon feststeht, warum sollen wir das denn überhaupt machen? Schön, dass du fragst, liebe Stimme aus dem Off. Dafür gibt es nicht nur einen Grund, dafür gibt es ganze 5. Und die kommen jetzt. Ein Grund liegt in der Entstehungsgeschichte. 1949 war das Grundgesetz nämlich erstmal als Übergangslösung gedacht, bis zur Wiederherstellung der deutschen Einheit. Deswegen heißt es auch nicht Verfassung. Was übrigens nicht bedeutet, dass es keine juristisch vollwertige Verfassung ist. Es ist absolut rechtmäßig. Also eher denkt, ich gehöre zu den Spinnern, die das in Frage stellen. Sonst könnten die Richter am Bundesverfassungsgericht ja auch den ganzen Tag Däumchen drehen, weil sie ja gar keine Verfassung hätten, mit der sie arbeiten können. In den Niederlanden und in Finnland heißt die Verfassung übrigens auch Grundgesetz. Also zumindest, wenn man es übersetzt. Aber weil es eben erstmal nur provisorisch sein sollte, haben die Gründerväter und Mütter auch erstmal nur das Nötigste reingeschrieben. Worüber sie sich nicht einig werden konnten, das haben sie nur ganz vage formuliert oder es dem künftigen Gesetzgeber überlassen. Genau diese Einfachheit wurde aber aus meiner Sicht zur größten Stärke unserer Verfassung. Sie ist damit nämlich so flexibel geblieben, dass sie theoretisch ewig bestehen könnte, ohne aus der Zeit zu fallen. Ich meine, das wäre ja zum Beispiel total albern, wenn unsere Verfassung uns heute noch das Recht geben würde, Schusswaffen zu tragen. Und eben weil sich unser Grundgesetz durch diese zeitlose Eleganz, durch diese puristische Gradlinigkeit, durch diese schnörkellose Schönheit auszeichnet, hat es verdient, dass wir es endlich alle in einer bundesweiten Bestätigung angemessen würdigen und es von diesem alten, verstaubten Image eines Verfassungsschnellschusses befreien. Das wird ihm genauso wenig gerecht wie uns. Ich sage, alte Zwischenlösungen sind was für Warmduscher, aber echter Mut hält ewig. Der zweite Grund ist die Wiedervereinigung Deutschlands. Es gab damals 2 Möglichkeiten, wie man das rechtlich vollziehen konnte. Für alle ohne Grundkurs Verfassungsrecht erkläre ich es ganz kurz. Einmal gab es den Weg nach Artikel 146 Grundgesetz, der vorsah, dass das Grundgesetz ungültig wird und das gesamte deutsche Volk sich eine neue Verfassung gibt. Der zweite Weg war der Beitritt anderer Teile Deutschlands zum Geltungsbereich des Grundgesetzes nach Artikel 23. Die Verantwortlichen haben sich damals dafür entschieden. Großer Vorteil, das ging ziemlich schnell. Das hat aber auch einen ganz entscheidenden Nachteil. Denn das war zwar juristisch absolut wasserdicht eine Wiedervereinigung, aber politisch kann man sich da streiten. Denn im Einigungsvertrag heißt es zum Beispiel, die DDR tritt der Bundesrepublik bei. Die treffen sich also nicht in der Mitte. Das ist für mich eher eine Übernahme. Zwar eine freundliche, aber eine Übernahme. Denn die Leute aus den neuen Bundesländern mussten ja von der Flagge über die Nationalhymne, über die Währung bis hin zur Rechtsordnung alles im Komplettpaket von der Bundesrepublik Deutschland übernehmen. Falls ihr übrigens euch für die Flagge interessiert, da habe ich euch hier nochmal ein Video verlinkt. Viel Spaß dabei. Nächstes Jahr feiern wir ja 30 Jahre Wiedervereinigung und nicht 30 Jahre Beitritt anderer Teile Deutschlands zum Geltungsbereich des Grundgesetzes. Das wäre ja so ein bisschen, als würde man silberne Zwangshochzeit oder perlene Zwangshochzeit feiern, oder? Also warum machen wir aus dieser etwas überstürzt vollzogenen Zusammenführung im Nachhinein nicht eine richtig feierliche mit einer Abstimmung? Das wäre aus meiner Sicht auch ein ganz schönes und wichtiges Zeichen für ein Zusammenwachsen auf Augenhöhe. Das ist so schön. Nach genau 30 Jahren geben sie sich nochmal das Jawort. Ach, dass es sowas noch gibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige Westdeutsche sich jetzt denken, excuse me? Wer sagt eigentlich, dass wir die Ostdeutschen nach Chemnitz und Pegida überhaupt noch wollen? Tja, deswegen heißt es in guten wie in schlechten Zeiten. Da wären wir auch schon beim dritten Punkt, dem Symbolgehalt. Die Zufriedenheit mit der Entwicklung Deutschlands sinkt,
Vor allen Dingen in Ostdeutschland. Das belegt eine aktuelle Studie. Sehr viele Menschen in Deutschland, für alle Statistikfans, es sind 81%, haben das Gefühl, dass sich unsere Gesellschaft immer tiefer spaltet. Fast jeder Zweite glaubt einer Studie von Ipsos zufolge, dass der größte Konflikt dabei zwischen Migranten und in Deutschland Geborenen verläuft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das ziemlich krass. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Immerhin glauben in Deutschland und Europa noch fast 2/3 aller Menschen, dass wir mehr gemeinsam haben, als uns trennt. Ich finde, deswegen sollten wir uns gerade in diesen politisch angespannten Zeiten auf unsere Gemeinsamkeiten besinnen und uns überlegen, hinter welchen Werten wir als Gesellschaft stehen. Auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den wir uns irgendwie alle einigen können. Tja. Freiheit, Demokratie und Co. Ich fürchte, größer wird der gesellschaftliche Konsens nicht. Aber ich denke, diese Grundlage des Rechtsstaats mit einem starken Ja zu neuem Leben zu erwecken, könnte genau dieses Symbol für Hoffnung und Zusammenhalt sein, das wir im Kampf gegen Demokratiefeindlichkeit und Extremismus so dringend brauchen. Vielleicht muss es ja erstmal wieder um alles gehen, damit wir uns daran erinnern, was wir auf gar keinen Fall verlieren wollen. Obwohl es natürlich auch da ein paar Spinner geben wird, die nicht mitziehen werden. Was mich zu Grund Nummer 4 bringt. Das Grundgesetz hat Feinde. Und da rede ich noch nicht mal von denjenigen, die die Demokratie abschaffen und dann wahlweise durch ein autoritäres System oder durch eine Anarchie ersetzen wollen, sondern ich rede von Reichsbürgern und Selbstverwaltern zum Beispiel. Also von den Typen, die unser Grundgesetz noch nicht mal als geltende Verfassung Deutschlands anerkennen. Die einen errichten eigene Königreiche, andere ernennen sich zum Reichskanzler und vergeben Fantasieausweise. Sie wollen die Bundesrepublik abschaffen und bezeichnen sie als BRD GmbH, eine Firma, die sie bekämpfen. Über diese Chaoten habe ich ja vorhin schon mal gesprochen, auch wenn sie sich selbst natürlich nie so nennen würden. Sie haben sehr seriöse Erklärungen dafür, warum sie unserer Rechtsordnung die Legitimität absprechen. Wahlweise beziehen sie sich da auf irgendein selbstdefiniertes Naturrecht oder aufs alte Deutsche Reich oder auf jede Menge andere abwegige Erklärungen. Aber die Anzahl derjenigen, die an sowas glauben, die ist gar nicht so gering. Derzeit fallen laut Verfassungsschutz ungefähr 19.000 Menschen in Deutschland unter dem Begriff Selbstverwalter oder Reichsbürger. Sie werden vom Verfassungsschutz als staatsfeindlich eingestuft und mich würde einfach mal brennend interessieren, was die machen würden, wenn wir das Grundgesetz jetzt wirklich in einer bundesweiten Abstimmung bestätigen würden. Wahrscheinlich würden sie sich einfach den nächsten fadenscheinigen Grund suchen, warum sie sich nicht an Recht und Gesetz halten müssen, aber ich bin trotzdem irgendwie dafür, es zu versuchen. Und damit sind wir beim letzten Grund. Wer jetzt in diesem Video verdammt gut aufgepasst hat, dem ist vielleicht eine Frage in den Sinn gekommen. Könnte man nicht vielleicht auch nach Artikel 146 Grundgesetz eine ganz andere Verfassung zur Abstimmung stellen, die dann das Grundgesetz ungültig machen würde? Ja, könnte man theoretisch. Auch wenn das juristisch ziemlich kompliziert wäre. Artikel 146 Grundgesetz kämpft dann nämlich zum Beispiel mit Artikel 79 Grundgesetz, der Ewigkeitsklausel. Die schützt die wesentlichen demokratischen Prinzipien unserer Verfassung nämlich besser als Fort Knox das Staatsgold. Aber inhaltlich will ich ja überhaupt gar keine neue Verfassung. Ich liebe das Grundgesetz und deswegen möchte ich eben auch einmal in meinem Leben selbst Ja dazu gesagt haben. Ja zur einst besten Übergangslösung seit der Erfindung des Gaffertapes. Das ist, was ich möchte. Ich stelle mir das so vor. Jeder wahlberechtigte deutsche Bürger bekommt ein Grundgesetz in Form von so einem kleinen Buch nach Hause geschickt. Das sollte sowieso jeder zu Hause haben. Und dabei liegt ein Wahlschein, wo gefragt wird, akzeptierst du dieses Grundgesetz als Verfassung, ja oder nein? Und bevor es jetzt einen Aufschrei von allen gelernten und selbsternannten Verfassungsrechtlern gibt, ich weiß, dass das juristisch total kompliziert wäre. Ich weiß, dass es da die Ewigkeitsklausel gibt, die ich ja auch schon angesprochen habe. Und ich weiß, dass es auch kompliziert wäre, so eine Abstimmung auf Bundesebene überhaupt durchzubringen. Aber es gibt eben auch Artikel 146. Also ich bin keine verpeilte Träumerin. Mehr staatsrechtliche Details will ich euch an dieser Stelle aber ersparen. Wir haben sowieso gerade viel über das Ganze drumherum geredet. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, was im Grundgesetz eigentlich drinsteht, dann empfehle ich euch dieses Video von Mr. Wissen2Go Geschichte. Und hier unten habt ihr auch nochmal eins von mir. Dabei ganz viel Spaß. Ich sag tschüss und bis nächste Woche.